Und weiter geht's hier bei Live in the Woods. So, in der letzten Folge haben wir ja Redstone gefunden und eine riesen Höhle. Und hier wollten wir ja unser neues Zuhause machen. Haben wir da noch was drin? Oh, Eisen. Nice. Eisenrüstung haben wir schon. So. Oh. Ein paar Hundis haben wir ja auch gefunden. Und ich würde sagen, wir könnten theoretisch hier über den Fluss so ein kleines Häuschen bauen. Das wäre auf jeden Fall supi. Haben wir noch eine Axt? Eine Axt, eine Axt, eine Axt. Na, so. Fällen wir erstmal hier ein paar Bäume. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Und das Schöne ist, dass wir jetzt auf Reisen gehen können, da wir ja den Atlas haben. Wir werden immer wieder zurückfinden. So. Wir brauchen Felder. Das ist das Problem. Wir brauchen Essen. Sollte nicht so schnell laufen. So, da ist auch... Was ist denn das da? Okay. Essen haben wir noch 5 gebraten, ne? Das ist nicht sonderlich viel. Oh, da ist noch Kohle. Da könnten wir uns theoretisch auch ein kleines Häuschen machen. So, nehmen wir uns erstmal die Kohle mit. Kohle kann man ja nie genug haben. Marmor, nice. Ist das richtiger Marmor? Nee. Marmorpflasterstein. Braucht doch kein Mensch. Wenn, dann nur das richtige Marmor. So. Kriegen wir auch noch ein bisschen Level. So. Den Nether müssen wir auch noch. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber das sind halt auch Werwölfe. Dafür brauchen wir, glaube ich, ein Goldschwert. Gold habe ich aber so gut wie gar nichts gefunden. Oh. Mal ein bisschen Holz farmen. Kann man ja immer gebrauchen. Holz braucht man wirklich für alles. Echt krass. So. Man unterschätzt manchmal, für was man Holz alles braucht. Den lasse ich mal stehen. Ja, hier ist irgendwo eine Höhle. Aber das ist mir jetzt gerade mal relativ egal. So. Nope. So. Ich mag das Eichenholz am liebsten irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Bin ich so ein kleiner Fanater. Klein Fanat. Ja. Ich bin Fanaten des Holz. Mir persönlich gefällt es halt am besten. Pilze. Die müssen wir halt, können wir auch zur Not. Nice. Können wir uns ein paar Felder anlegen. Das Problem ist halt, es dauert alles so ewig, bis das mal wächst. Oh, das muss wachsen. Oh, hier ist es geil. So, und schon habe ich mich verlaufen. Hallo. Ah, ich glaube, da lang. Überall eine Unterwasserlandschaft, finde ich richtig geil. So, da ist noch ein Baum, den können wir auch noch mitnehmen. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Holz brauchen. War da drüben, ne? Oder war das hier? Das war hier, genau. Könnte man theoretisch hier rüber bauen? Ja, dann da unten vielleicht irgendwie mit Glas oder so irgendwas. Mal gucken, wie wir das Ganze machen. Es leckt schon wieder. Was ist denn das? Oh, eine Persimone. Danke. Vielleicht können wir uns da Persimonenbäume machen. Die Hundis machen einen schönen Sitz. So. Worüber ich kurz mal reden will, ist letztes Mal, als ich mit meiner Frau zum Einkaufen gelaufen bin, kam Schlauch so über den Zebrastreifen. Wenn meine Frau mich nicht zurückgezogen hätte, wäre ich echt überfahren worden. Das war richtig krass, dass die Leute heutzutage nicht mal mehr anhalten oder gucken am Zebrastreifen. Das war so ein älterer Herr, der einfach hat einfach nach links geguckt, weil da ein paar Leute standen. Der ist einfach drüber gefahren. Fast über meinen Fuß drüber gefahren.
Da habe ich mich aber aufgeregt, also, und es ist normal, dass man sich über sowas aufregt. So. Das hier alles noch wegmachen. Die Leute gucken heutzutage einfach nicht mehr. Und ich finde, wenn man doch weiß, okay, man ist nicht mehr in der Lage, okay, das war's mit der Schaufel. Man ist nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. Sicher, dass man einfach den Führerschein abgeben sollte. Ah, stimmt, wir haben ja 9 Diamanten. Nice. So. Toll, die Schaufel ist auch gleich kaputt. Erde. Da haben wir die Erde. Ungefähr die Höhe war das, ne? Ja, hier die Höhe. Selbst das Eisen hält nicht so lange, aber ich habe keine Lust, jetzt die Diamanten dafür zu verschwenden. Müssen wir uns halt öfter mal eine Eisenschaufel machen. So, ein bisschen Erde klatschen. Das muss ja auch mal sein. So. Wie gesagt, wenn es leckt, das liegt nicht an mir. Das liegt dann halt einfach am Game. Ich kann es momentan leider noch nicht ändern. Hab schon einiges probiert, aber irgendwie passiert da gar nichts. Huch. Na, okay, jetzt brauchen wir doch eine neue Schaufel. So, die Erde können wir mal da rein tun. 42 Eisen schon, nice. Und Sticks. So, komm, wir machen uns gleich 2 Schaufeln. Wir haben es ja, können wir ein bisschen großzügig sein. So, eine Schaufel, 2 Schaufeln. Die Felder müssen wir auch noch machen. Dafür brauchen wir auch noch die Schaufel. So. Oder wollen wir das alles hier unten auch aus Holz machen? Da brauchen wir halt eine Menge Holz. So, einfach mal hier ein bisschen hochstecken, dass wir da oben rankommen. So. Ich bin echt am überlegen, ob wir den Boden hier auch vielleicht dann aus dem anderen Holz. Eichenholz. Schwarzeichenholz. Ob wir den hier unten vielleicht dann aus Eichenholz machen oder aus Schwarzeichenholz. Wird vielleicht auch ganz cool aussehen. Oh, da sind Knochen. Echt? Man findet hier jetzt Knochen? Stimmt ja. In den Stein findet man ab und zu Knochen. Hundis! Ich komme! Können wir uns direkt ein paar neue Hunde tamen? So. Was schmeißen wir mal weg? Das schmeißen wir mal weg. Komm, das braucht doch kein Mensch. Vor allem brauchen wir jetzt erstmal die Felder. Wir haben kaum noch was zu essen. Oh, mein Fleisch guckt nicht so. Also bitte. Wo machen wir aber die Felder? Hier vielleicht? Erstmal, das kann man ja ganz, kann man ja noch umbauen. Ich würde sagen, so zum Anfang erstmal hier. Mal hier 1 frei. So ein bisschen hier. Da kommen die Wasserläufe rein. Oh, es wird dunkel. Wir müssen mal schnell schlafen gehen. So. Gute Nacht. Hä? Es ist doch Nacht. Naja, gut. Dann machen wir noch kurz weiter. Ich sollte hier mal ein bisschen ausleuchten. So. Gute Nacht. Guten Morgen. Das Bett lasse ich jetzt einfach mal da stehen. Den Eimer brauchen wir. Haben wir einen Eimer? Ja, wir haben sogar einen Eimer. Ich mache mir gleich mal noch einen Eimer. Da müssen wir nicht immer hin und her laufen. So. Huch. Essen haben wir nichts mehr, ne? Auch nichts, was wir braten können. Nee, leider nicht. Das kann man da rein tun. Das da. Die ganzen Steine können wir mal rein tun.
Die Erde kann da rein. Das kann da rein. So. Ist ein bisschen aufgeräumter. Wo haben wir das jetzt gemacht? Ah, hier. Man sieht es kaum. Weil das Gras zu hoch ist. So. Dann hier. Eins freilassen und dann hier noch eins. So. Genau, perfekt. Dann können wir da theoretisch auch einen Zaun rumziehen. Dass es ein bisschen safe ist. Das nehmen wir mit. So. Müssen wir halt ein bisschen laufen, Wasser holen. Oh, das funktioniert ja. So. Da wollen wir uns einen unendlichen Brunnen machen. Könnte man theoretisch eigentlich machen. Da müssen wir nicht dauernd hin und her laufen. So, einmal hier. Huch. Und einmal hier. So. Dann hat man einen unendlichen Brunnen. Da müssen wir nicht dauernd hoch und runter rennen. So. Zack. Dann hier noch und hier noch. Genau, und das Ganze jetzt noch zweimal. Hier und hier. Den können wir auch da rausnehmen jetzt. Das ist jetzt auch so eine Art unendliche Wasserströmung. So. Man muss halt immer nur in der Mitte rausnehmen. So. Dahin. 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 Na? Na? Hallo? So. Alles klar, wir brauchen wir doch trotzdem. Haben wir irgendwas wie Kies hier in der Nähe? Gibt es hier sowas wie Kies? Muss mal kurz gucken. Steine will ich jetzt gerade nicht benutzen. Kies, 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 Kies. Da haben wir Kies. Oder Krabbel. Ja. Ah, lass mich hoch. Schauen wir uns ein bisschen Kies hier gerade mal ab. Das werden wir später eh noch gebrauchen, um Wege zu bauen. So. Oh, hier gibt es eine Menge Kies. Supi. Nehmen wir alles mit. Das hier weg. Ja, da haben wir nur noch zwei. Okay, wir haben doch noch mehr Erde. So. Dann machen wir das Ganze einfach mal so. Ein kleiner Trick. Einfach ein bisschen Erde drum. Dann können wir uns nämlich das Kies jetzt hier auch noch mitnehmen. So. Kies werden wir auf jeden Fall noch eine Menge brauchen. Vor allem, wenn wir die ganzen Wege bauen wollen. Oder wir bauen die Wege halt aus Holz. Das werden wir später mal sehen. Das ist ja das Schöne an Minecraft. Man kann ja immer was probieren und dann einfach wieder abbauen. Man kann da ganz kreativ sein. So. Da haben wir auch noch ein bisschen Kies. Ah, lass mich doch. Hallo. Wir haben aber immer noch kein Haus gebaut. Wir sind immer noch obdachlos. So. So, jetzt decken wir uns wieder hoch. Das machen wir ganz normal ein bisschen zu. Soll ja auch hier schön sein, wo man wohnt. So. Kies müsste man jetzt eigentlich mehr als genug haben. Wir brauchen Essen. Scheiße. Ich kann kaum rennen. Oder gar nicht mehr rennen sogar. Mist. Kann man die Champignons braten? Geht es? Ja, das geht sogar. Super. Oh. Dann machen wir uns gleich noch eine... Na, klasse. So, machen wir uns gleich noch eine Spitzhacke. Eine Hoe natürlich. Ne, so war das genau. Eine Hacke natürlich. Eine Hacke. Fang an zu ackern. Ja, den habe ich. Das habe ich ja schon gehabt.
So. Wir brauchen unbedingt Essen, ey. Hallo? So. Was haben wir denn da, was wir alles pflanzen können? Roggen. Roggen können wir pflanzen. Paprika. Erbsen. Gerste, okay. Na, so. Mais. Sonst noch irgendwas? Sojabohnen. Damit kann man dann später auch Burger machen und alles. Bohnen. So. Pilze. Ne, Pilze brauchen wir, ne? So, dann hoffen wir, dass das schnell wächst. Mist, wir haben nur noch 2 Hungerkeulen. Muss ich halt eine Zuckermelone jetzt mal essen. Minderkürbis. Egal, Hauptsache was zu essen. So. Gegrillte Pilze, lecker. Und so im Game. In Real Life mag ich ja keine Pilze. Ich mach eben mal noch eine Kiste. Die Kleine ist jetzt voll. Hey, die Kleine ist voll, Alter. Die kann man gut abschleppen. So. Das Kies brauchen wir später noch. Die Knochen brauchen wir auch noch. Die Kohle kann ich hier lassen. So, ach nee, die Schaufel brauchen wir. So, ich gehe mich. Haben wir den Atlas? Ja. Wo gehen wir denn? Gehen wir mal. Gehen wir mal in die Richtung, würde ich sagen. So, super. Können wir direkt wieder was pflanzen? Geht es? Ja. Jetzt haben wir 6 Knochenmehl. Tomaten. Erbsen. Dahin, so. Den Schatz, den brauchen wir nicht. Gehen wir mal in die Richtung, gucken wir mal, ob wir irgendwas zu essen finden. Ein paar Schweine oder so. Oh, da sind Kühe. Wir dürfen nicht alle töten. Sonst vermehren die sich hier nicht mehr. Hallo? Die Kuh dreht durch. Du blöde Kuh. Alter. So. Hey, die Kuh ist wohl durchgedreht. Hier ist nichts. So. Jetzt können wir frei rumlaufen. Wir werden immer wieder nach Hause finden. So. Ein paar Bären können wir noch mitnehmen. Wie viele Hundis hier es gibt. Gefällt mir. So. Oha. Was mich momentan aufregt, ist, dass es für alles ein Remake gibt. Für jeden Film gibt es irgendwie ein Remake. Für jede Serie oder für viele Serien gibt es ein Remake. Ist jetzt irgendwie momentan Zeit der Remakes. So viele Filme haben jetzt ein Remake bekommen. Was ich persönlich echt traurig finde. Was ist denn hier? Schon wieder eine Höhle? Ne, es ist gar nichts. Noch gar nichts. Hat kein Recht zu existieren. Du bist gar nichts. So, haben wir doch die. Ja. Hallo? Können wir uns trotzdem noch ein bisschen Holz mitnehmen? Das Gute ist, wir können uns die Orte auch. Im Atlas markieren. Da werden wir die immer wieder finden. Wenn wir jetzt irgendwie ein Secret oder was finden. So, das Holz nehmen wir auch noch mit. Das hier auch. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Holz brauchen. So. Oh shit, es wird dunkel. Ich habe das Bett natürlich nicht mitgenommen. Schnell nach Hause. Lass mich doch hier hoch. So. Ich glaube hier lang, ne? Zur Not gucken wir halt auf den Atlas.
So. Hundis! Hundis! Ich glaube, da hinten ist irgendwo unser... Autsch! Oh, Bein gebrochen, fuck. Genau, da hinten. Ich nehme mal die Fackel in die Hand. Aua! Dann wird's, dann leckt's jetzt so ein bisschen. Immer mit der Fackel leckt's. Das ist echt komisch. Oh. Hallo, Kollege! Boah, im Dunkeln hätte ich den jetzt aber nicht gesehen. Holy shit, hat der mich erschreckt, ne? So. Oh, ey, ich hab da schon gebadet. Und die sind auch noch zu Hause. Gute Nacht. Ich muss mir angewöhnen, das Bett mitzunehmen. So. Ah, da brennt der Nachbar. Hallo, Nachbar. Nein, ich hab keinen Zucker. Ich hab keinen Zucker für dich. So. Sie müssen auch noch einen Zaun drum ziehen. Tomaten. Grüne Paprika. Gurke. Zuckermelone. Hier so. Da wir jetzt ja wieder einen Knochen gefunden haben. Können. Alter, zum Glück habe ich ihn laufen hören. Nein, 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 nein. Ja, ja, ich gebe dir Zucker. Wär bloß nicht sauer. Alter. Was ist denn. Nein. Autsch. Was ist denn das hier? Hier ist direkt eine Höhle. Okay. Ach du Scheiße. Direkt an unserem Haus. Das tun wir mal in der nächsten Folge oder so erkunden. Wir haben uns immer noch kein Haus gebaut. Nichts. So. Genau. Hier haben wir ja ein bisschen Knochenmehl jetzt. Wie, das wird nicht ganz fertig. Mist. Zum Glück haben wir ein bisschen Fleisch gefunden. So. Das Fleisch hier. Mein Kohle ist noch drin. Super. Sand brauchen wir theoretisch noch. So. Ich will die ganze Aussicht nicht kaputt machen. So. Genau, auf der Höhe wollten wir ja bauen. Da muss das hier aber weg. 64, 64. Das können wir stacken. Oder wollen wir es jetzt echt jetzt in der Höhe machen? Komm, wir machen es einfach in der Höhe. So. Ziehen wir hier schon mal den Boden rein. Nur damit wir wissen, wo wir bauen müssen. Das hier. Können wir dann. Genau, dann kann man nämlich so machen. Den kleinen Berg hier müssen wir dann auch wegmachen. Huch. Die Frage ist nur, wie groß machen wir das Haus? Wir wollten es ja eigentlich bis hier rüber machen, ne? Dann muss das hier auch noch weg. Das Ganze muss dann auch noch weg. Oh, wir sind fast am Verhungern. So, 7 Steaks. Danke. So. Komm. Bis hier ungefähr. Groß genug wäre es eigentlich. Ja. Ich glaube, das kann man echt so lassen. So, die Schaufel. Das kann man echt so lassen. Muss man das aber alles hier wegmachen. So. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Holz brauchen.
müssen wir hier auch wieder mit Erde auffüllen. Eigentlich gar nicht. Wir wollten ja da Holz machen, ne? Genau. So. Genau. Ungefähr bis dahin dann. Mist. So. Dann wird das alles hier mit Holz verkleidet. Also der ganze Boden. Mist, was mache ich denn? Na, hallo. Diese Grashalmen nerven echt ein bisschen. Naja, Hundis, ihr dürft auch natürlich rein. Ihr müsst nicht im Regen draußen bleiben. Es gibt ja wirklich Leute, die ihre Hunde auch im Winter bei Minusgraden draußen lassen. Sowas verstehe ich einfach nicht. Dafür habe ich echt kein Verständnis. Wir können das Ganze auch zwei oder drei Stücke machen. Das ist ja nicht das Problem. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Sand. Und das ist doch nix. So. Gute alte Sand. Das Sonder. Hallo, wo bist du, Sand? Wir haben doch noch ein paar Himbeeren, genau. Lass mal auch mal nebenbei so ein paar Beeren nebenbei futtern, ist auch lecker. Oh, da kann ich mich noch an die Zeit erinnern, als man klein war und da diese Brombeeren irgendwo gefunden hat und dann davon genascht hat, dass man sich als die Brombeeren abgemacht hat und die gern gegessen hat. Das waren schon schöne Erinnerungen. Ich glaube sogar, auch wenn man klein war, war das Leben einfach angenehmer. Das Leben wird immer schwieriger, so älter man wird. Also genießt es noch, wenn ihr jung seid. So. Man ist als wenn man noch jung ist, wenn man noch klein ist, einfach irgendwie unbeschwerter. So, man hat einfach keine Probleme. Man muss sich um nichts kümmern. Die Eltern kümmern sich um alles. So. Huch. So. Wir wollen hier keine nassen Füße kriegen. So. Na. So. Da können wir ja irgendwann auch mal zumachen. Genau wie hier. So. Ach ja, das wird schon richtig geil, denke ich mal. Wenn man hier noch überall Wege baut, das wird schon vor allem dahin, man da vielleicht irgendwie noch eine Bergbude oder da oben irgendwie so ein Ding aus aus Wolle bauen, das wäre auch geil. So, Sand, Birken, ja, machen wir 64 Sand rein. So. Ich werde diese Folge aber jetzt auch nur eine halbe Stunde machen. Ich bin halt immer noch ein bisschen krank. Ich merke schon wieder im Hals, dass es meinem Hals nicht gut tut, so viel zu quatschen. Sobald es mir wieder besser geht, gibt es natürlich wieder längere Folgen. Deswegen werde ich jetzt auch nur eine Folge aufnehmen. Normal hänge ich die ja immer ran. Dann nehme ich zum Beispiel mal 3-4 Stunden auf und schneide die dann. Und das Ganze gibt es dann wieder, sobald ich gesund bin. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So. So, das hier, dann müssen wir hier noch. Hier noch. So. Genau, den können wir auch wegklopsen. So, wir brauchen dann noch auf jeden Fall noch Bretter. Wir brauchen so viel Holz noch. Das kann da rein, die Erde kann da rein. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit Ö, haut rein, macht's gut und danke fürs Einschalten.